Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und willkommen zu einem neuen YouTube-Video am Ammersee. Ich habe ja in der Vergangenheit sehr viele Videos zur Stegfotografie hochgeladen, aber die Landschaftsfotografie ist ja noch viel, viel mehr. Es geht ja eigentlich um die Landschaft und auch um die Natur. Und somit versuche ich mich in diesem Video an der Fotografie eines Baumes hier am Ammersee. Und es ist auch gar nicht so easy, weil Bäume meistens am See nicht komplett frei stehen an so einem wilden Ufer wie hier. Aber ich mache mich mal ran und schaue, was ich da rausholen kann, um eine gute Bildkomposition zu finden. Und am Ende erhoffe ich mir einfach ein tolles Bild. Ich mache es ja mal so, dass ich am Anfang mit meiner Kamera erstmal rumlaufe und schaue erstmal hier durchs Display, um zu sehen, was kann ich hier als Vordergrund vielleicht noch irgendwie einbauen. Und hier ist halt dieser riesenlange Baumstamm. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was ich hier eigentlich fotografiere. Will ich jetzt den Baumstamm auf dem Bild zeigen oder will ich dieses Bäumchen da hinten haben? Am schönsten finde ich es ja, wenn man ein Motiv irgendwie freistellen kann, das einfach so wenig wie möglich von einem Hauptmotiv ablenkt. Also hier, ich meine, der Baumstamm ist geil, aber entweder nur Baumstamm oder Baum. Aber heute habe ich mir das Ziel gesetzt, einen Baum zu suchen. Und dieses kleine Bäumchen ist jetzt, ups, auch gerade in der Blüte. Und da gehe ich jetzt vielleicht nochmal näher ran und versuche das jetzt sehr, sehr weitwinklig vielleicht mal zu fotografieren. Und solche Sachen wie jetzt gerade finde ich ja richtig geil, weil es gibt keine Garantie, dass es überhaupt funktioniert. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist die Uhrzeit. Die Sonne geht in einer halben Stunde unter. Das kann ich beeinflussen, aber jetzt hier das Surrounding nicht. Oh, auf 16 mm kriege ich ihn hier gar nicht gescheit drauf. Vielleicht brauche ich da tatsächlich einen 14er. Und jetzt mache ich es einfach erstmal so und schaue mir hier den Vordergrund an und räume vielleicht auch mal zwei, drei Äste weg, die mich jetzt hier stören. Steine, egal. Jetzt ist auch die Frage, ein Hingucker ist ja auch immer, wenn man gegen die Sonne fotografiert. Könnte ich mir vorstellen, auch mit einem Blendenstern zu arbeiten, wenn die Sonne da direkt zwischen den Ästen durchleuchtet. Ich schaue jetzt auch nur durch das Display und nicht voll in die Sonne rein. Und das könnte hier möglicherweise ein Motiv sein, aus der Position. Und jetzt muss ich die Kamera einfach nur um 1 cm versetzen, damit der Blendenstern wirklich auch zur Geltung kommt. Und ich knall die Blende jetzt mal zu auf F20, F22, sowas. Und schau mal, ob das hier irgendwie wirkt. Ich muss die ISO jetzt auch schon ein bisschen hochdrehen. Bin auf 1/50. Boom! Eigentlich für den Anfang recht geil. Die Sonne, die spitzelt hier gerade genau zwischen den Ästen hier mittendurch. Ich werde jetzt mal das Stativ nehmen und auch versuchen, eine etwas längere Belichtungszeit anzusetzen, damit ich das Wasser glätte, weil ich finde, durch diese Wellen ist das Bild immer noch viel, viel zu unruhig. Aber das ist jetzt der Plan, den Baum mal von der Seite voll gegen die Sonne zu fotografieren. Ich weiß dann auch, dass der Baum dunkel sein wird, weil das Licht von der anderen Seite kommt, aber es ist trotzdem ein Hingucker und vielleicht ist das ein cooles Bild. Mücken kommen schon wieder. Das Coole an solchen Videos ist echt der Prozess an die Herangehensweise. Keiner weiß, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Aber ganz oft kommt ein gutes Bild dabei rum. Und ihr als Zuschauer seid irgendwie auch mit dabei und unterstützt mich in dem, was ich hier gerade mache. Gut, die Kamera baue ich jetzt erstmal hochkant auf, weil ich einfach glaube, dass es mehr Sinn macht. So habe ich weniger Ufer drauf. Das ist nicht so besonders schön und man sieht echt, wie schnell die Sonne hier wandert. Jetzt im allerersten Schritt suche ich mir die ordentliche Bildkomposition raus. Ich habe leider keine Wolken oder irgendwas im Himmel. Man muss hier wahrscheinlich auch immer wieder das Stativ leicht nachregulieren. Aber was ich machen kann, ist es in der Waage hier aufzustellen. Vielleicht noch eine Minute warten, bis die Sonne wirklich genau an dem Punkt, an dem Stamm ist, an dem ich die ganze Sache haben will. Ich fokussiere jetzt auch mittig hier auf den Baum, stelle die Kamera hier in den manuellen Modus und hole einen Filter.
Das Ganze gehe ich jetzt wie gewohnt an mit meinem Filterhalter, den ich erstmal drauf schraube. Und dann habe ich wieder die Wahl zwischen 3ND-Filtern. Einen Verlaufsfilter werde ich nicht nehmen, weil der mir dann zu viel von dem Baum einfach abdunkelt. Da habe ich gar keine Lust drauf auf heute auf den Verlaufsfilter. Aber was ich jetzt als erstes mache, ist am Polfilter drehen. Vielleicht kriege ich ja minimal ein bisschen Spiegelung aus dem Wasser raus. Minimal. Und es hilft tatsächlich nur ganz, ganz, ganz wenig, weil ich mitten in die Sonne rein fotografiere. Polfilter, wisst ihr aus dem anderen Video, funktioniert am besten, wenn die Sonne im 90-Grad-Winkel hier zur Kamera steht. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Ich knalle jetzt hier die Blende wirklich mal zu wegen meinem Blendenstern, weil das jetzt eigentlich mein Ziel ist. Und schaue jetzt gleich mal, welchen Filter ich hier verwenden kann. Also ich werde einen ND-Filter verwenden. Schauen, der erste, der mir jetzt hier in die Hand fällt, ist welcher der? Gleich der 3.0er, also der 1000er-Filter. Ich glaube, der ist auch passend. Ich verlängere jetzt mal die Belichtungszeit auf 30 Sekunden. Na, bringt mir nichts. Es ist schon viel zu dunkel, weil der Baum einfach zu viel Licht von der Sonne wegnimmt. Dann habe ich die Möglichkeit, jetzt noch den 64er ND zu nehmen oder den 8er. Ich probiere es jetzt aber mal mit dem 64er. So, jetzt habe ich den 64-fachen, also 1.8 ND-Filter von Haida. Wow, und die Sonne versteckt sich jetzt schon hinter den Wolken. Das bedeutet auch, es gibt kaum noch einen Blendstern. Aber jetzt muss es schnell gehen. Ja, ganz schönes Gefummel, aber so könnte es funktionieren. So mache ich das Bild auf 20 Sekunden auf einer 20er Blende und ISO 100. Meine Belichtungsanzeige zeigt mir jetzt plus 1,7 an. Aber wenn ich die Kamera jetzt wirklich runterregel auf Belichtung 0, glaube ich einfach, dass es dann zu dunkel wird, weil der Baum ist jetzt einfach schwarz hier im Vordergrund. Ja, jetzt ist das erste Testfoto eigentlich schon mal ganz geil, aber ich weiß, dass sich das Licht noch ein bisschen verändert, wenn die Sonne da noch 5 cm weiter unten steht und dann mache ich erst weiter. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder die Kamera um 5 cm nach links setzen, weil die Sonne ja die Bahn läuft. Geile Sache, ich freue mich gerade ein bisschen, dass es einigermaßen funktioniert. Und dass dieser Baum tatsächlich einigermaßen auch frei steht. Das hat man hier am Ammersee ganz, ganz selten. Hier mitten in der Natur zumindest. Ich glaube auch, wenn ich es echt geschickt anstelle und das Bild jetzt mache, umringt diesen Baumstamm wirklich dieses goldene Licht von der Sonne und lässt den echt einzigartig hier am Ufer dastehen. Für diese Aktion wäre jetzt ein ganz bestimmter Filter. Bam, Alter. Für diese Aktion wäre jetzt ein ganz bestimmter Filter sinnvoll, der so ein Verlaufsfilter ist, der nur in der Mitte abgedunkelt ist. Boah, voll gegen die Sonne. Geil. Also, wisst ihr, was ich meine? Ein Filter, es gibt ja Filter, die sind oben durchsichtig und unten durchsichtig und in der Mitte sind sie einfach ja, dunkler. Das heißt, was weiß ich, reverse graduated oder so auf Englisch. Das würde mir zu Hilfe kommen, weil dann wäre der Baum oben nicht ganz so dunkel durch den ND-Filter. Der dunkelt mir jetzt hier gerade Ufer komplett ab, oben alles ab und in der Mitte knallt die Sonne rein. Und wisst ihr was, ich bleibe jetzt auch genau so von der Bildkomposition und warte jetzt einfach nur noch eine Minute, bis die Sonne minimal noch weiter nach rechts zieht. Und sowas finde ich halt echt geil, an einem Motiv sich spielen. Und da den richtigen Moment abpassen, mit dem man dann auch so richtig, richtig happy ist. So entstehen meine Bilder und da habe ich einfach Freude daran, an dem Prozess. Und das ist für mich auch nicht immer ganz so easy, weil ich weiß, ihr schaut zu und ihr kommentiert oft von der Couch aus, mach's doch lieber so, mach's doch lieber so. Aber vor Ort ist es immer noch mal was anderes. Da sieht man Dinge, die sieht man einfach nicht, wenn man vorm Computer hockt und solche Videos dann analysiert. Aber oft sind auch tatsächlich gute Tipps dabei, was Equipment zum Beispiel auch angeht. Da nehme ich die Tipps auch super, super gerne an. Equipment kann man immer genug haben. Oh Mann, Leute, ich freue mich gerade, weil ich bin mit null Erwartungen heute hierher gelaufen, gestartet und
Es ist einfach ein schönes, ruhiges Bild. Und bei der Bildkomposition ist mir auch echt wichtig, dass der Baum oben noch Luft zum Atmen in dem Bild hat. Was auch schön ist, ist, dass das Gras nicht allzu sehr wackelt. Es ist fast windstill. Und auch hier, wirklich, ich bin jetzt nur 3 Meter weiter. Dieser Busch wäre jetzt auch ein mögliches Motiv, aber das fotografiere ich nicht, weil zum einen hat es zu wenig Blätter, es ist zu wenig grün und hier liegt einfach zu viel Zeug rum. Das mag ich einfach nicht, wenn zu viel auf dem Bild ist. So konzentriere ich mich jetzt nur auf diesen einen Baum. Schön ist es. So, jetzt ist die Sonne nahezu perfekt. Das wird ein gutes Ding. Von der Belichtung her bin ich immer noch plus 0,3. Aber es ist einfach kurz bevor die Sonne jetzt hinter dem Berg verschwindet. Weil es so schön ist, mache ich jetzt gleich noch eins. Sitz. Wow! Jetzt sind die Blendensterne so schön klar, weil die Sonne wirklich gerade erst untergeht. Das sieht schon phänomenal gut aus. Wow. Neues Bild nach Hause bringen. Ist tatsächlich wirklich besser, wenn man hier durch den Sucher guckt, da wird man nicht ganz so blind. Aber so nehme ich jetzt echt das letzte Licht mit. Und ihr seht immer wieder ein und dasselbe Foto. Aber es ist einfach das, was mir gerade hier so gefällt. Wow. Kamera. So, jetzt Stativ lasse ich stehen. Jetzt bin ich nochmal neugierig auf den anderen Baumstamm, der da hinten steht. Wie der so jetzt in dem Licht hier wirkt. Stellen wir die Kamera da hinten und gehen dann nochmal kurz rüber. Nicht so hammermäßig. Obwohl, ich habe hier dieses V, was halt auch wieder ganz gut aussieht, was mir hier voll ins Bild reinlenkt. Ah, 13 Sekunden aus der Hand. Mit wohl in die Matsche. Ne, ich nehme das jetzt noch mit, den Baumstamm da hinten nehme ich noch mit. Da habe ich 2 Bilder, da wird schon was. Könnte was werden. Hier bei dem Bild achte jetzt insbesondere darauf, wie das Licht fällt. Es fällt hier auf diese kleinen Baumstämme vorne, vorne auch noch auf die Spitze. So schneide ich den an und es sieht trotzdem irgendwie interessant aus. Ist gar nicht so schlecht. Eigentlich schön, weil die Sonne geht jetzt auch da direkt über dem Segelboot unter. Das ist echt ein klasse Ding. So, jetzt brauche ich auch keine so wahnsinnig hohe Blende mehr. Aber damit das Wasser geglättet ist, möchte ich jetzt trotzdem nicht unter 8 oder 6 Sekunden lang belichten. Deswegen nehme ich es jetzt mit, so wie es ist. Habe einfach dieses V, wisst ihr, hat mich jetzt irgendwie gerade angemacht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es liegt an dem V auf dem Boden, im Vordergrund. Sekunden Belichtungszeit, setzt den Fokus hier auf den Baumstamm. Ey, wie schön ist das da hinten im Hintergrund, dieses Segelboot. Das gibt dem ganzen Bild noch mal mehr Tiefe, denn jetzt habe ich ein Bild mit 3 Ebenen. Baumstamm, Boot und da die Sonne. Nice. Leute, mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Sowas finde ich ja echt geil, sich an 1 oder 2 Motiven den ganzen Abend zu beschäftigen und dran zu üben und einfach den Blick dafür zu schulen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht.
Ich hoffe, euch hat das Video auch getaugt. War mal wieder ein schöner Ausflug auch heute für mich hier am Ammersee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auch wie immer über Kommentare zu meinem Video. Jetzt bleibt mir nur noch Ciao zu sagen. Bye bye, euer Sidi vom Ammersee.